Okay, lass uns ganz kurz einen FIFA-Break machen, Freunde. Während ich esse, gucken wir uns ein Video zusammen an. Was gibt's denn so? Oh, Agatha hat gezaubert. Neues Video von Sascha, vor 8 Minuten online gekommen. Gutes Timing, Digga. Gutes Timing. Ja, Just Chatting. Chill mal deine Base, Mann. Der König lässt die Kasse klingen. Katsching, katsching. So wie schön es klingt. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Jodler zukommen lassen. Och nein. Ach, In welchem Jahr gab es den ersten selbstgebastelten Adventskalender? Ich habe 300 nach Christi Geburt. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was der ein oder andere Student so dagelassen hat. Jesus. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Jodler. Let's go. Dieser Moment, wenn du im Umkreis von 5 Kilometern keine Damen auf Tinder findest, weil dein Anwesen einfach viel zu groß ist. Wer hat denn ein Anwesen, wo im Umkreis von 5 Kilometern nichts ist? Oh mein Gott. Ja, willkommen. Gezaubert. Und jetzt! Digga, das war ein bisschen Ei mit Kartoffel, oder? Nach Geschichten aus dem Paulanergarten! Endlich! Geschichten aus dem Leben eines Hässlichen. Tinder-Date. Sie erblickt mich von Weitem, geht auf mich zu und sagt schon im Gehen, Tinder ist halt auch einfach voll nice, um Freunde zu finden. Oh Mann. Oh Mann. Hallo Bruder, holy shit. Fremder Typ in der Bahn. Coole Haarfarbe. Ist aber nicht deine Naturhaarfarbe, oder? Ist bestimmt gefärbt. Top. Meine Schwester hat gerade ihren dritten Freund in 6 Monaten. So ein geiles Produkt. Sie hat sich gestern beim Abendessen beschwert, sie hätte Halsschmerzen. Da hat mein Vater einfach gefragt, ob sie auch Knieschmerzen hätte. Ah, chillige Familie, chilliger Dad. Grüße gehen raus an diese Familie. Ich liebe Jodel. Hab mein Kumpel für mich tindern lassen. Er sagt, er habe gerade einem hotten Mädchen ein Super-Like gegeben. 5 Minuten später WhatsApp von meiner Cousine, ob ich dumm bin. Bei allem, was mit meiner Familie zu tun hat, spricht für mich nur noch mein Anwalt. Oh mein Gott, Saschas Anwalt Knossi. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Auf von deinem Stiefvater. Ist doch nicht deine Mutter. Du kannst doch mit der Frau von deinem Stiefvater. Du willst, tschakka tschakka. Mein Anwalt ist einfach der Beste. Er, zu dir oder zu mir? Sie. Brüder fallen wieder in dieser Episode. Papa, wie hast du Mama kennengelernt? Ja, puh, RTL hat mir 22 Frauen hingestellt und ich habe mir die Bumsbarste rausgesucht. Mein RTL! Hey! Können wir bitte ganz kurz ein bisschen romantische Stimmung haben? Dankeschön. Du bist für mich das Salz auf meiner Brezel. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Frau von meinem Stiefvater übertrieben hot finde. Männlich 20. Du findest die Frau von deinem Stiefvater extrem hot. Fühl ich, Digga. Die Frau von deinem Stiefvater ist deine eigene Mutter. Was? Fühl ich, Digga. Chaka, chaka. Also eigentlich fühle ich die Videos, die Jodel-Videos gar nicht, aber das war eins, was war, das war okay. Das könnte man sich auf jeden Fall mal reinzwirbeln an dieser Stelle. Ja, die anderen beiden habe ich schon gesehen. Die anderen beiden habe ich schon gesehen, Chat.